Das heißt, wie digitalisiere ich Vermögen? Die Möglichkeiten in diesem Bereich sind dann unendlich erschöpfend. Warum sind wir auch vor allem in diesen Token eingestiegen? Weil hier die gesamten Metriken sehr, sehr gut passen, Top-Unternehmen als Partner dahinter stehen. Immer häufiger findet man aktuell in den gesamten News-Bereichen an den Begriff der Real-World Assets oder Tokenization of Assets. Und wir möchten uns heute mal ganz kurz anschauen, worum es bei diesem Ausdruck überhaupt geht und warum gewisse Krypto-Projekte, die sich damit beschäftigen, aktuell richtig viel Kurspotenzial haben. Und ein Projekt schauen wir uns ganz kurz überblicksmäßig an, was in diesem Bereich seine Stärken herauskristallisieren möchte. Aber was ist RWA oder Real World Asset Tokenization überhaupt? Hier geht es im Prinzip darum, dass man Assets aus unserer klassischen normalen Welt oder traditionellen Welt digitalisiert und über eine Blockchain abbildet. Hier in dieser Grafik sehen wir das wunderschön dargestellt, und zwar gibt es hier zwei verschiedene Bereiche, die man abwickeln muss. Das eine ist die Tokenization, der Prozess ansonsten, das heißt, wie digitalisiere ich Vermögen? Hier können wir zum Beispiel sagen, wir nehmen ein Grundstück her oder wir nehmen Aktien am Aktienmarkt her, also Shares, Anteile von Aktiengesellschaften, aber auch Anteile von Fonds. Es kann aber auch im Bereich des Geldmarktes digitalisiert werden oder auch Firmenanteile. Das heißt, alles, was in der realen, traditionellen Welt, physischen Welt einen Wert hat, wird hier durch ein digitales Asset, durch einen Token oder NFT einfach abgebildet. Und im Bereich des ersten, also des Tokenization Processes, geht es darum, dass es jemanden gibt, der dieses Real-World Asset digitalisieren möchte und muss. Und das bedeutet, es wird im Zuge eines Smart Contracts, wird das Ganze eben dort hinein verpackt und wird aber auch ganz wichtig mit diesem Asset im Hintergrund gedeckt. Das bedeutet, wenn man heute beispielsweise eine gewisse Anzahl Aktien, das heißt, nehmen wir an, wir haben 100 Millionen Aktien, dann werden wir über den Smart Contract 100 Millionen Tokens erzeugen, die diese 100 Millionen Aktien im Prinzip abbilden. Der große Unterschied ist natürlich, dass es manipulationssicher ist, dass es über eine Blockchain läuft, dass es unterm Strich dezentral ist und dass aktuell schon der erste große namens BlackRock hier auf das Ethereum-Ökosystem zurückgreift. Der Investor, das könnte dann ihr in diesem Fall sein, kauft dieses Asset oder mintet es, das Minten bedeutet einfach, wenn es erstmalig erschaffen wird, oder kauft es von diesem Smart Contract im Endeffekt heraus. Wie interagiert man mit so einem digitalen Ökosystem oder wie ist das digitale Ökosystem an sich hier aufgebaut? Und zwar gibt es eine Web3-Applikation, das klingt sehr kompliziert, ist aber einfach ein Wallet, wie zum Beispiel MetaMask, Phantom Wallet, und es gibt viele andere Wallets, mit denen man Web3-Applikationen ausführen kann. Dazu brauche ich natürlich noch eine Skalierungslösung mit einem Oracle-Network, und wo ich unterm Strich auch dann sicherstelle, dass das Ganze sicher läuft und vor allem, dass ich Preisinformationen dazu bekomme. Preisinformationen sollten idealerweise auch dezentral kommen. Hier kristallisiert sich aktuell ganz stark das Projekt Chainlink heraus. Warum? Ja, weil es sonst über die Preise, was zum Beispiel so eine Aktie wert ist, würde das zentralisiert kommen, hätten wir eine Manipulationsmöglichkeit in dieser Richtung, aber gerade so dezentrale Preisinformationssysteme, auch Oracles genannt, kann Chainlink zur Verfügung stellen. Das Ganze wird dann hier auf einer Blockchain digitalisiert und der Investor kann dann ganz einfach damit interagieren und das ganz leicht über eine Blockchain mit seinem Web3-Wallet kaufen und verkaufen. Das heißt, im Endeffekt ist es nichts anderes, als würdet ihr heute bereits Ethereum oder ähnliche digitale Kryptowährungen in eurem MetaMask-Wallet halten und würdet die zum Beispiel über Uniswap kaufen, verkaufen, handeln, halten, wie auch immer. Das Ganze kann dann natürlich im Hintergrund des Web3-Wallets auch mit einem Hardware-Wallet abgesichert werden. Ihr habt selbstverständlich immer den sehr, sehr großen Vorteil, dass die Assets dann im
Idealfall nennen wir es mal. Wie gesagt, das Ganze ist noch sehr am Anfang. Bei euch direkt am Wallet liegen. Das einzige Risiko, was ihr in diesem Bereich dann selbstverständlich immer haben werdet, ist das Backing. Das bedeutet, dass der, der es herausgibt und euch diese Deckung mit dem Real-World-Asset zusagt, dass das selbstverständlich eingehalten wird. Wenn man das zum Beispiel im Bereich der Aktien sieht und die gesamte Exchange auf Blockchain-Basis läuft, dann kann man dieses Risiko fast zur Gänze ausschließen oder sehr stark minimieren. Selbstverständlich wird ja vor allem bei Dingen wie zum Beispiel Grundstücken, also Grundbuch, Firmenbuch, bei Firmenanteilen, wird hier eine gewisse Integration und Anerkennung von staatlichen Dienstleistungen vorausgesetzt. Ja, weil das muss selbstverständlich unterstützt werden und aktuell ist es in der westlichen Welt noch nicht so, dass Grundbuch, Firmenbuch und so weiter auf einer Blockchain laufen und hier natürlich auch dezentral digitalisiert und gehandelt werden können. Warum ist das jetzt in aller Munde oder warum sprechen so viele darüber? Na, weil das Unternehmen BlackRock... weil das Unternehmen BlackRock den ersten Digitalisierungsfonds gelauncht hat mit dem BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund. Warum? Ja, weil der Markt einfach exorbitant groß ist. Ja? Und ganz wichtig, das ist Englisch, wir reden hier von Trillions, aber es sind exorbitante Beträge und in einem normalen Szenario, also hier sind drei Szenarien dargestellt, bearish, bullish und in der Mitte das normale oder Base-Szenario. Und wenn man sich hier diese Werte anschaut, ja, dann sprechen wir hier halt von exorbitanten Beträgen, die man in diesem Bereich abbilden könnte. Würde das absolut richtig ausgeführt, würde es die gesamten Vermögen, den Handel sehr stark dezentralisieren auf unserer Welt und würde den Menschen sehr viel Kontrolle darüber zurückgeben. Es würde dem Menschen selbst, dem User, dem Kunden die Möglichkeit geben, die eigenen Assets zu verwalten und das wäre aus meiner Sicht schon ein sehr, sehr großer Vorteil. Ob es on the long run so umgesetzt wird, das werden wir selbstverständlich erst sehen. Aber die Beträge sprechen absolut für sich. Was wäre der große Vorteil, wenn wir mit diesen Real-World-Assets und der Digitalisierung, Tokenisierung arbeiten würden? Zum einen einmal der ganz große Vorteil Accessibility, das heißt, jeder hat dann damit darauf Zugriff, der zum Beispiel über ein Wallet verfügt. Selbstverständlich wird man das, also ist meine Annahme, nicht mehr mit anonymen Wallets machen können, sondern muss man sich ausweisen, das heißt KYC durchführen. Aber das ist schon ein sehr, sehr großer Fortschritt. Warum? Weil die Transaktionen halt auch extrem schnell funktionieren würden und ihr sehr schnell, zügig, ohne Fremdanbieter in der Lage wärt, diese Assets dann, diese RWAs zu kaufen und zu verkaufen. Das haben wir schon kurz angesprochen, Automated Asset Ownership, das bedeutet, wie ihr das kauft, wird das zu euch ins Wallet übertragen und ihr seid selbst Eigentümer. Aktuell habt ihr ja das große Problem oder gibt es in der klassischen Welt das große Thema, eure Aktien liegen im Prinzip sind bei einer Börse gekauft, liegen bei einem Broker, es ist oftmals sehr aufwendig, dieses Depot dann zu übertragen woanders hin und wenn man das zum Beispiel in Deutschland auf der Xetra gekauft hat und in Amerika auf der New York Stock Exchange verkaufen möchte, diese Prozesse können sehr aufwendig sein. Investment Diversification, im Endeffekt geht es hier darum, dass ihr sehr leicht in verschiedene Assets auch investieren könnt und das bringt natürlich Vorteile im Bereich der Diversifikation. Increased Liquidity, bedeutet selbstverständlich, das wird sich aus meiner Sicht, also ich würde das nicht ganz so interpretieren, wie es hier erklärt ist, sondern mir geht es im Großen und Ganzen vor allem darum, dass es im Bereich der DeFi, der Decentralized Finance, dann selbstverständlich auch Möglichkeiten geben wird, dort drauf Yields zu erwirtschaften. Man kann das aus Sicherheit verpfänden und. Das bedeutet, und das Ganze ist aber global zugänglich. Und das bedeutet, die Welt wird dezentralisierter, ihr seid weniger abhängig von lokalen Märkten. Und das sehe ich schon als einen sehr, sehr, sehr großen Vorteil an, wenn es richtig ausgeführt wird. Aber das werden wir noch sehen. Andere wichtige Punkte hier in dem Bereich für mich sind noch Trading of Tokenized RWAs. Und das bedeutet, ihr könnt eben sehr schnell, wie zuvor erwähnt, kaufen, verkaufen.
und Unlocking New Investment Vehicles. Also wie gesagt, wenn ihr das dann selbst, wahrscheinlich könnt ihr das dann irgendwo in Services veranlagen, locken, bekommt einen Yield darauf, könnt damit Dinge machen, also Sicherheit einsetzen für zum Beispiel Lending-Protokolle wie Aave. Also die Möglichkeiten in diesem Bereich sind dann unendlich erschöpfend und das bedeutet, es tut sich hier eine gesamt neue Welt auf und jedes Unternehmen, was hier in diesem Bereich sehr früh einsteigt und diesen Trend erkennt, kann natürlich für seine Kunden einen exorbitanten Mehrwert erwirtschaften und auch selbst sehr stark an diesem Fortschritt von den Real World Asset Organizations profitieren. Wenn wir uns heute schon so ein bisschen über die Kryptowährungen anschauen, was hier im Bereich der Real World Assets DVL bereits enthalten ist, reden wir bereits über 5,2 Milliarden US-Dollar und das ist sehr, sehr, sehr hoch. Vor allem, wenn wir uns anschauen, wie die Kurve hier massiv steigt und hier sprechen wir zum Beispiel von Mitte voriges Jahr, Juni, Juli, wo wir auf einem Wert von 1,6 Milliarden waren und heute. Jetzt haben wir die Kurse wieder ein wenig korrigiert, aber nehmen wir es vor der Korrektur her, reden wir zum Beispiel am 2. April, also heute, gestern vor der Korrektur, reden wir hier schon von 5,59, also wie es hier auch angezeigt wird, vom Total Value Locked her. Und das ist schon sehr, sehr stark, vor allem vom Wachstum her ist das extrem hoch. Und wir sehen, dass dieses Thema gerade immer mehr Aufmerksamkeit auf sich zieht. Das heißt, es zahlt sich wirklich aus, sich damit zu beschäftigen. BlackRock hat eben, und das war in vieler Munde, ja, um Ende März herum, einen RWA Investment Fund ins Leben gerufen und beteiligt sich oder stößt hiermit als erster vor mit dem USD Digital Liquidity Fund, um hier einfach auch eine führende Rolle zu übernehmen. Bis jetzt hat kein anderes sehr, sehr großes Unternehmen, Investmentunternehmen, sich mit dem auseinandergesetzt. Und aus unserer Sicht ist es absolut interessant. Ja, das Projekt Ondo schauen wir uns noch ganz kurz an. Ondo arbeitet hier mit BlackRock ganz intensiv zusammen und ist ein Projekt, was es seit dem Jänner 2024 gibt. Der Kurs hat sich bereits extrem stark entwickelt. Wir sind mit unserer Blockfeller VIP-Gruppe auch schon sehr lange in diesem Projekt, weil wir diesen RWA-Trend sehr früh gesehen haben und mit unserer Community gemeinsam hier investiert haben. Im Großen und Ganzen sieht vor allem auch BlackRock hier ein exorbitantes Wachstumspotenzial an und genau aus diesem Grund, ja, sollte man sich wirklich damit auseinandersetzen und beschäftigen. Schauen wir uns bei Arqaam Invest, Arqaam Intelligence, also das ist eine Datenanalysefirma für Blockchain-Technologie oder für Wallets. Sie sprechen davon, dass sie eben Wallets Blockchain de-anonymisieren. Schaut man sich das heute an, das ist der klassische BlackRock Spot ETF. Hier sehen wir aber bei den Transaktionen rechts unten, ja, dass hier schon das ein oder andere an diesen BlackRock Buidl Fund hinaus gebucht wurde. Und wir sehen, es sind immer wieder die gleichen Buchungen, die hier durchgeführt werden, mit USDT, mit verschiedenen Tokens und so weiter, wo der Value ist, ganz, ganz wichtig, noch sehr, 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 sehr klein. Ja? Aber dazu kommen wir gleich. Wir schauen uns nämlich diesen Buidl Fund ein wenig genauer an, diese Wallet- oder Kontraktadresse. Und aktuell sehen wir, dass dort 100 Millionen USDC hingebucht wurden. Ganz, ganz wichtig, wenn ihr hier, und das ist wirklich ein Rat, den ihr beachten solltet, wenn ihr hier andere Tokens oder Coins drauf seht, wie ROX, LEOX und so weiter, gibt es viele andere bereits, dann ist das vor allem auch deshalb, weil Projekte das erkannt haben, die Wallet-Adressen öffentlich sind. Ja, man kann sich diese Wallet-Adresse hier anschauen und kann von dort selbstverständlich dann Funds hinschicken. Das bedeutet, Kryptoprojekte gehen teilweise her und schicken an diese Kontraktadresse Funds und posten dann, BlackRock ist bei uns investiert. Ja, naja, jeder kann überall in der Krypto, wenn er das Zielwallet hat, Funds hinschicken und das bedeutet nicht, dass BlackRock das bewusst gekauft hat, sondern jeder kann dort alles hinschicken, sobald man die Adressen kennt. Das heißt, wenn man sich die Beträge hier anschaut mit 46.044,36, dann sind das sehr überschaubare Beträge zu den 100 Millionen Grundfunding von BlackRock selbst. Und aus meiner Sicht würde BlackRock jetzt keine unter 50.000 US-Dollar investieren, wenn sie so einen RWA-Fund aufbauen würden.
Und das bedeutet, ja, das wurde von den Projekten einfach hingebucht, um damit Werbung zu machen. Das heißt jetzt aber nicht zwingend, dass BlackRock dort dahinter steht. Interessant ist auch eine kleine Nebeninformation, ein Side-Hint, dass genau dieser Buddle-Fund auch mit Tornado Cash Rebisient gekennzeichnet wurde. Das heißt, jemand hat von Tornado Cash anonymisierte Kryptos dort hingebucht. Ist für mich hochinteressant, dass das so hingebucht wird, auf einem anonymen Wege. Aber das wird wahrscheinlich irgendeine Transaktion von einem Krypto-Projekt gewesen sein. Also ganz, ganz wichtig, glaubt nicht alles, was ihr dort seht, und schaut euch vor allem die Beträge im Verhältnis an. Würden hier 10 Millionen, zum Beispiel bei Rock oder bei Leox, 10 Millionen darauf liegen, dann kann man davon ausgehen, dass BlackRock dort etwas bewegt oder dass sie dort eingekauft haben. Aber bei unter 50.000, bei diesen kleinen Beträgen, werden die Projekte, wie gesagt, einfach selbst hingebucht haben. Man kann sich diesen Token, den BlackRock hier gebaut hat, selbstverständlich auch in der Ether-Chain, also unter Etherscan anschauen. Aktuell sehen wir 9 Halter mit 39 Transaktionen. Wir können uns die Halter auch hier anschauen, wer hier wie viele Anteile besitzt. Und wir sehen, ja, dass es eine erste Grundverteilung gegeben hat, aber das ist noch nichts, wo jetzt großartig bereits investiert wurde oder wo sich jetzt großartig irgendetwas bewegt hat. Man sieht, das Ganze ist auch noch sehr, sehr jung. Das bedeutet, die ersten Buchungen haben hier stattgefunden vor 28 Tagen. Und man sieht, das sind alles sehr kleine Beträge. Da hat man einfach Dinge einmal ein wenig ausprobiert. Größere Beträge hat es dann hier mit ab 5 Millionen gegeben. Und das sind 12 Tage her, dass da bebucht wurde. Also, dass dieser Token der mit BlackRock in Zusammenhang gebracht wird, ist hier auch unter BlackRock als Security Token gekennzeichnet. Da hat die erste Distribution begonnen. Vor ca. 12 Tagen hat man begonnen, das auf gewisse Wallet zu verteilen. Und aktuell gibt es eben diese 9 Halter. Ja, ein praktisches Beispiel möchte ich euch keinen Fall vorenthalten. Und zwar haben wir kurz über das Projekt Ondo gesprochen. Das Projekt Ondo ist aus unserer Sicht sehr, sehr gut, weil auch ehemalige Goldman Sachs Banker dahinter stehen im Finance-Bereich. Und Ondo beschäftigt sich eben mit der Digitalisierung von Assets, von Financial Infrastructure, um eben die Märkte effizienter, transparenter und zugänglicher zu gestalten. Und man sieht hier auch schon, es gibt ein USDY, das heißt einen sogenannten US-Dollar-Yield für Individuals and Institutions. Und dann gibt es noch US Treasuries, die man hier zum Beispiel erwerben kann für For Qualified Users. Und man sieht auch schon, Ondo gibt es im Prinzip, also gibt es seit Jänner das Projekt, seit Jänner 2024, also circa 3 Monate jetzt. Und man sieht hier mit 127 Millionen DVL und mit fast 100 Millionen DVL, also in Summe über 200 Millionen DVL, hat sich das Projekt hier ganz, ganz, ganz stark entwickelt und es wird auch angenommen in diesem Bereich und es wird auch schon investiert in diesem Bereich. Und wie gesagt, es geht eben darum, dass gerade bei Ondo Unternehmen auch wie BlackRock und PIMCO oder Pantera in der Partnerschaft sind. Und das ist aus unserer Sicht schon sehr, sehr, sehr bullish. Warum sind wir auch vor allem in diesen Token eingestiegen? Weil hier die gesamten Metriken sehr, sehr gut passen, Top-Unternehmen als Partner dahinter stehen und man heutzutage wirklich in diesem RWA-Bereich investiert sein sollte. Das könnt ihr euch ein bisschen vorstellen wie die Erfindung des iPhones. Das bedeutet, hier wird gerade ganz, ganz, ganz große Geschichte geschrieben mit RWAs. Und ein paar solcher AWS-Tokens oder Projekte zu besitzen, macht schon sehr, sehr, sehr großen Sinn. Schauen wir uns die Preisentwicklung an. Wie gesagt, heute gibt es ja eine sehr, sehr starke Kryptokorrektur zum Zeitpunkt der Videoaufnahme. Wenn wir uns den One Day anschauen, sehen wir heute mit ca. 10% im Minus Ondo, aber die gesamte Krypto korrigiert gerade. Schauen wir uns aber das All-Time an, also den Gesamtverlauf, sehen wir hier seit Mitte Jänner 24 noch bei 17 Cent, hatten wir hier wirklich einen Peak vor wenigen Tagen, das war am 1.4., das heißt gestern, mit 1,04. Das heißt, dieses Asset Ondo hat sehr, sehr, sehr stark in diesem Bereich bereits performt und
aus unserer Sicht absolut ein Investment wert. Da Ondo auf der Ethereum-Blockchain läuft und ein nativer Token ist, kann es über Uniswap V3 ohne Probleme getauscht werden. Das bedeutet, unter app.uniswap.org kann Ondo ganz entspannt und einfach gekauft werden und hat auch dort bereits ein Volumen von über 10 Millionen US-Dollar in 24 Stunden. Selbstverständlich sind auch Börsen hier vertreten wie Bybit, Coinbase und so weiter. Aber aufgrund der Anonymität empfehle ich persönlich selbstverständlich immer Uniswap. Warum? Naja, wenn ich bereits Kryptos, sprich USDT zum Beispiel, habe und in dieses Projekt investiere, warum soll ich mich ausweisen, über eine KYC-durchführende Exchange gehen, wenn es hier die Möglichkeit gibt, anonym über Uniswap V3 das Ganze einzukaufen, zum Beispiel über MetaMask und mit seinem Hardware-Wallet abgesichert. Mein Fazit für diese RWA-Projekte ist auf jeden Fall, es wird hier sicher aufgrund des Hypes sehr viele Scam-Projekte geben. Es wird viele Projekte geben, die sich nicht durchsetzen. Aber es wird eine Handvoll oder zwei Hände voll Projekte geben, die sich sehr, sehr gut durchsetzen werden. Und in diesem Bereich sind Kurswertsteigerungen von 50 bis 100x durchaus denkbar. Gerade mit dem Projekt Ondo, was sich bereits sehr, sehr stark entwickelt hat, auch über 200 Millionen schon an Kapital gebunden hat in seinen Produkten und ist auf jeden Fall eine gewisse Risk-Asset-Position in eurem Portfolio wert. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Video gleich viel Spaß gemacht wie mir. Damit ihr in Zukunft kein Update mehr versäumt, lasst ein Abo da, aktiviert die kleine Glocke und so wie immer freuen wir uns beim Video über ein Like und auf einen regen Austausch unter den Kommentaren, wenn diese qualifiziert sind. Lasst vielleicht mal eure Gedanken unter den Kommentaren da, was ihr von dem Topic der Real World Asset haltet, wo ihr das Ganze so hingehen seht, ob ihr schon vielleicht die ein oder andere Position gekauft habt. Ich würde mich persönlich über einen Austausch mit euch freuen. Bis zum nächsten Video.